hallo Leute und herzlich willkommen. Neues Video von LMS Clan TV. Gleich die zweite Runde vom Turnier presented, also das zweite Match, natürlich noch von dem ersten Best Out of Three versus VLA. Es ist hier gleich ja ein schönes Match auf Fort Wolcott. Ähm, ja, also ich werde da jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen zu labern. Wenn ich nicht genug zu labern habe, dann werde ich am Ende noch ein bisschen Musik einfügen. Ich weiß aber nicht, weil ich irgendwie vorher nichts gefunden habe, keine Ahnung, irgendwie die neuesten Lieder, die von solchen Dingern geuploadet werden, von NCS oder so, weiß nicht, ich finde die passen nicht mehr so wirklich zu AC und so. Muss ich auf jeden Fall mal gucken. Und ja, also wir hatten jetzt schon wieder ein weiteres Best Out of Three. Das Problem dabei, also was heißt das Problem, das war le leider auch nicht so das Beste von uns. Wie ich schon äh, in den Kommentaren im letzten geschrieben hatte, wir hatten nicht den geilsten Start ins Turnier. Wir müssen uns jetzt richtig reinhängen, dass wir noch weiterkommen. Mal gucken. Wäre natürlich scheiße, wenn wir es nicht tun, irgendwie. Auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch eine starke Gruppe, wie ihr gesehen habt. Es sind einmal das. Weiß nicht. Das jetzt gerade spielen sie nicht, aber normalerweise ist das Team von der Gruppe das Main-Team von äh, VLA. Und VLA, wie, wenn ihr sie alle kennt, ist ein Hammer-Clan. Müsst ihr alle wissen, merkt's euch, wenn ihr mal gegen sie spielt, das ist, da ist kein Zuckerschlecken mit denen. Ähm, <laughs> Am Weiteren, das zweite Team von LMS ist ja bei uns, also mit ähm, Impact 218, Maxx DPQ, yeah, Unterhose und Pinsy 98. Und hier möchte ich euch jetzt gleich mal was zeigen. Den hätte ich eigentlich killen müssen, aber nein, ich hänge mich dran und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, da kann man niemanden mehr vernünftig killen. Ich hab's gehofft, ging leider nicht und ja eigener Fail und so auf jeden Fall und das letzte Team in unserer Gruppe besteht aus ähm, X Havoc Assassin Gilgamesh Naos ähm, ja wer war das denn noch mal ist jetzt irgendwie blöd ne ähm, ja auf jeden Fall ihr könnt es ja am Anfang des Videos sehen <laughs> da habe ich ja immer die Gruppen und so eingetragen und was weiß ich was ähm, ja, um nochmal zu sagen, um es nochmal kurz zu erklären, wie die in den Gruppen eigentlich gewinnen können. Die ersten beiden aus jeder Gruppe kommen weiter. Ein Sieger kriegt drei Punkte, unentschieden ein Punkt und Niederlage null Punkte. Und das aus dem Best out of three. Das heißt, nicht für, jede, für jedes Match, für jedes Einzelne, sondern für das Best Out of Three, was man da eben macht, kriegt man die Punkte. Und ähm, ja gibt es ja noch also dazu dem gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen ähm, ich glaube wir sind die einzigen die bis jetzt gespielt haben sonst gab es noch gar kein Spiel im Turnier weil sie jetzt Zeit finden müssen die Vorrunde geht geplanterweise bis ähm, bis nächsten Freitag das heißt noch knapp eine Woche die haben die meisten wahrscheinlich jetzt noch frei das heißt es dürfte eigentlich gar kein Problem sein das zu schaffen hoffen wir dass es klappt ähm, entweder wir werden es dann verlängern oder das Team das eben nicht kann muss leider raus oder wie auch immer, das weiß ich nicht genau. Das wird ja der Mac Hooligan dann auf jeden Fall nochmal klären. Der hat ja das ganze Turnier organisiert. Mit ein bisschen Hilfe, selbstverständlich. Das alles alleine aus zu dem ein bisschen krass. Ähm, was ihr wahrscheinlich am Anfang dieses Matches gesehen habt, das müsst ihr euch mal auch. Bei, also, das wird auch beim nächsten Match so sein. Bei den letzten beiden ging VLA. Das Problem, was wir hatten. War das entweder einer rausgeflogen ist, wir wollten oder wir wollten hier zum Beispiel einen neuen Host haben, weil das einem bei, bei einem bei uns richtig gelaggt hat, anscheinend? Und dann konnte halt irgendwer nicht joinen oder zu spät gejoinen, da mussten wir Lobbys suchen und was weiß ich was und dann haben sie es erst geschafft, nach einer Minute ungefähr zu joinen. Und ja, das ist halt eben das Problem, deswegen startet es nicht gleich. Und ja. Hier seht ihr jetzt gerade einen sehr guten, also einen sehr guten Unterstützungs, eine sehr gute Unterstützungshilfe meines meines Teams. Richtig genial. Also ich habe kurz hier mal angesagt, wo die sind, weil ich ja den sechsten Sinn drin habe in meinem Fähigkeitenpaket. Hier renne ich nochmal auf 1 zu, aber der wird gleich erledigt von meinen Teammates. Das bringt uns zu einem 1 zu 1, womit wir wieder im Rennen sind. Ein Unentschieden steht jetzt. Das heißt, es kann immer richtig spannend werden. Diese Runde läuft auf jeden Fall schon, wie ihr seht, viel besser als die erste Runde gegen vorher. Jo. Es ist auf jeden Fall so, dass wir gegen die dann noch eine Rückrunde haben werden. Das heißt, wir haben nochmal ein Best Out of Three gegen die. Da mal gucken. Wir haben auf jeden Fall gestern nochmal ein bisschen trainiert. Wir werden heute wieder schön trainieren und so am Montag, glaube ich, findet es dann statt. Jetzt habe ich sowieso erstmal ganz viele Videos vom Turnier zum Hochladen. Ich werde wahrscheinlich jeden Tag dann ein Video hochladen von dem Turnier. Aber wenn die ersten jetzt alle so pff, sind, ja, komm, nichts Besonderes dabei, um ehrlich zu sein. Aber ich möchte halt alles hochladen, weil ich mag halt irgendwie nicht diese ähm, Channels, die dann nur die Videos hochladen, in denen sie gewonnen haben oder wenigstens ein Unentschieden rausgebracht haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, was das soll eigentlich. Ich meine klar, ich finde es jetzt auch ein bisschen blöd, dass wir am Anfang jetzt alles verloren haben und ich das dann hochlade. Und ähm ja, ist halt schon irgendwie schade, dass man dass man dann diese so viel verliert, aber ich meine, selber schuld, wir haben uns nicht vernünftig darauf vorbereitet, sind mit einer falschen Einstellung rangegangen und was weiß ich was und hat natürlich als erstes dann natürlich direkt so ein starkes Team, womit wir an unsere Grenzen so gebracht werden. Ähm Jedoch finde ich es trotzdem gut, dass man die hochladen kann, weil es ist, geht ja ums gesamte Match, auch wenn es mich währenddessen frustriert hat, es geht ums gesamte Match, dass die Gegner auch mal die Matches sehen, weil ich meine, die anderen, gegen die man gespielt hat, die freuen sich ja auch auf das Match. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass die auch noch hochzuladen. Ähm, ja, es ist ja trotzdem nicht jetzt so ein scheiß Match, so ein total schlimmes Match und so. Manchmal natürlich, aber. Es geht ums gesamte Turnier und wenn wir weiterkommen, bin ich glücklich, dass ich alles hochgelernt habe. Dann sieht man auch die Entwicklung und wenn wir nicht weiterkommen, dann bin ich total enttäuscht, aber egal. Es gibt ja noch mehr Turniere. Und es ist ja auch nicht so, dass das Spiel mein Leben ausmacht. <laughs> Nur die Hälfte. Ja, ähm, gut, auf jeden Fall. Ähm, ja. Dann hätte ich mal eine Frage an euch. Ähm, was soll man machen, wenn das Spiel einen so sehr aufregt, dass man es nicht mehr spielen will, aber man trotzdem weiter spielen will, weil das Spiel einem Spaß macht? Kennt ihr das Gefühl? Ich hatte es irgendwie gestern. Ähm, ich habe es dann trotzdem weitergespielt. Ich habe dann irgendwann ab äh, halb eins oder so, habe ich mir gedacht: Nee, Alter, jetzt gehe ich weg. Jetzt gehe ich ins Bett, Hab keinen Bock mehr. Aber das war halt auch erst dann, ne? Und hier, also der Fall, komm bitte, komm bitte, Leute, Leute. Das, das, das. Daran merkt man mal wieder, dass ich, während ich in dem, in dem äh, Match bin, in dem es um was geht, dann total verkackt. Ich meine, wie, wie, wie kann das passieren, dass ich mich umdrehe, zu den Gegnern gucke und dann gegen eine Wand auf? Das passiert mir normalerweise nie. Das verstehe ich einfach nicht. Gegen eine Wand. Gebt euch das. Ich renne wie ein Behinderter gegen eine Wand. Ach, naja, egal. Ähm. Ja, gegen eine Wand. Habt ihr das schon mal geschafft? Nee, ich auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, was soll ich denn sagen? Ah, ja, wie ich ähm, im letzten Video in den Kommentaren drunter geschrieben habe: da, hier hat der ähm, X Black Tiger 1990 oder Black Tiger 1990, weiß ich jetzt nicht genau, ich habe jetzt nicht. Die Möglichkeit, irgendwo draufzuschalten und das nachzugucken. Tut mir leid, wenn ich jetzt deinen Namen falsch ausgesprochen habe, Ammar. Ähm, das Problem ist, dass in ähm, letzte, letzte Runde in den Kommentaren gefragt wurde, ähm, was jetzt mit ähm, was jetzt mit ähm, X Authentic ist, warum der nicht mitspielt, weil der ja eigentlich in dem Team eingesetzt sein muss. Ähm, das Ding ist, die haben ähm, die sage jetzt nicht mal Auswechselspieler, aber sie haben als halt Ersatz gebraucht, weil wir da für das Match gesagt hatten, wir machen es dann. Und dann war der X-Authentic, glaube ich, nicht online. Und dann mussten sie halt jemanden als Ersatz nehmen aus ihrem Clan. Und das ist ja auch okay. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass der jetzt besser ist als der andere oder schlechter oder wie auch immer. Ähm. Ja. Okay, hier am Ende nochmal das Animus-Schild verschwendet, aber ist sowieso egal. Hier seht ihr, hier ist am Ende wieder jemand rausgeknallt, es hat aber nichts an der Tatsache geändert, dass es ein gutes Unentschieden war. Beide Seiten haben hammergut verteidigt. Ja, meine Seite vom Angriff muss ich sagen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, das muss ich sagen. Misslabe ich, Mann. Egal. Gut, das war das Match. Ich werde dann morgen gleich das nächste hochladen. Da werde ich dann gucken, ob ich mit Musik hinterlege. Könnt ihr sagen, ob es mit Musik cooler war oder mit meinem scheiß Gelaber cooler ist. Weiß ich ja nicht. Ähm, ja, und dann wünsche ich euch noch. Keine Ahnung, was ich euch wünsche. Kommentiert, subscribt, gebt ein Like. Bis dann. Ciao.